Jo Leute, was geht? Maro hier und damit willkommen zu einem neuen One Piece Pirate Warriors 4 Video, Freunde. Ich habe einige Kommentare von euch bekommen zu dem Ranking der DLC-Charaktere. Das Ganze werden wir heute in dem Video machen, das heißt, wir werden die aktuellen 9 DLC-Charaktere einstufen in die verschiedenen Rankklassen. Warum das Ganze vielleicht interessant sein könnte, ich hatte schon mal ein Video gemacht bezüglich der Tierliste, also Character Ranking. Das Ganze werde ich euch verlinken, Freunde. Schaut auf jeden Fall rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich schicke euch auch gleich den Link rein über die Plattform, mit der ich das Ganze mache. Das heißt, dann könnt ihr auch dieses Ranking hier sozusagen selber machen. In dem Ranking hier sind alle Charaktere gelistet nach dem dritten DLC, also One Piece Pirates 4, After DLC 3. Und genau, wir werden hier jetzt aber nur die DLC-Charaktere rauspicken, also die 9 Stück, weil ich, wie gesagt, zu den restlichen Charaktere schon gemacht habe. Bild kann ich da an der Stelle auch einblenden. Und ich weiß natürlich auch, Freunde, dass die Meinungen diesbezüglich auch komplett auseinandergehen und unterschiedlich sind. Und das ist auch gut. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, Freunde, probiert es selber gerne aus. Ist auf jeden Fall eine coole Seite. Den Link, wie gesagt, dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und könnt ihr mir gerne per Social Media etc. zukommen lassen, auf Discord posten oder so. Kann man so ein bisschen nochmal drüber quatschen, was eure Meinung oder wie eure Tierliste denn zu den DLCs allgemein zu dem Charakterpool aussehen wird. Aber genug geschnackt, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Wir haben hier die verschiedenen Stufen S, A, B, C und D. Bei dieser Tierliste, was auch ziemlich nice ist, gibt es noch B+ und B-. Gab es bei der letzten, die ich gemacht habe, nicht. Wäre halt ziemlich nice gewesen. Aber da habt ihr sozusagen nochmal den Zusatz halt, dass es zwischen B und A ist und zwischen C und B und B an sich alleine sozusagen von der Ranking-Stufe her. Also D, wie gesagt, hier unten am schlimmsten, am schlechtesten, S sozusagen am besten und ich denke, der Rest ist selbsterklärend. Und ich fange erstmal vorweg an, Freunde, wir sprechen ja jetzt heute in dem Video über die DLC-Charaktere, heißt alles Charaktere, die mehr oder weniger extra Geld gekostet haben. Und da ist es natürlich auch im Interesse der Entwickler, der Publisher, dass natürlich diese Charaktere relativ gut sind. Es ist ja meistens in der Regel so, ich will nicht sagen, die besten Charaktere oder so sind, aber dass sie natürlich an der oberen Spitze sind. Und dementsprechend würden wir uns auch in dem heutigen Ranking so eher im Mittelfeld bzw. im mittleren, oberen Bereich befinden, heißt von B bis S. Ich würde sagen, von den 9 DLC-Charakteren gibt es keine, der für mich irgendwie B-, C oder D-Bereich ist. Wäre, wie gesagt, auch nicht im Interesse der Entwickler-Publisher gewesen. Wobei man sagen muss, natürlich, Leute, wird es den einen oder anderen Charakter geben. Da sind wir uns auch einig, da hätte man den nicht wirklich vielleicht bringen müssen oder hätte andere Charaktere stattdessen bringen können. Wäre es sinnvoller gewesen oder so, aber so sei es nun mal. Genau, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Character Pack, dem Whole Cake Island Pack. Da hatten wir ja Smoothie, Cracker und Judge. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem schlechtesten aus den drei DLC, aus dem ersten DLC Pack an, und zwar war das für mich Judge. In schlecht im Sinne von, er lässt sich auf jeden Fall spielen. Ich hätte ihn sogar so Richtung A angepeilt, wobei, wenn es hier B und B+ gibt, würde ich ihn wahrscheinlich auf B+ packen. Den guten Judge, wo ist er denn hier? Genau, das ist halt auch easy, Freunde. Einfach per Drag and Drop da reinziehen. Ist cool gemacht, diese Seite. Gibt es ja natürlich auch für alles Mögliche, nicht nur für Pirate Warriors 4. Aber ich würde sagen, hier Judge auf B+. Dann Smoothie und Cracker. Und jetzt kommt halt die Sache, Freunde. Das kann jeder ein bisschen anders sehen. Ich packe mal beide auf A. Und dann reden wir nochmal ein bisschen drüber, was meine Meinung ist. Denn für mich persönlich, ich weiß, Cracker und Smoothie beide fand ich voll stark vom Moveset her. Deshalb mindestens A. Aber ich persönlich fand Smoothie besser oder habe eher lieber mit ihr gespielt, weil sie, finde ich, in ihrer Awaken-Form, wenn sie halt diese Flüssigkeit absorbiert hat, einfach übertrieben die krasse Range hatte. Und es hat mir übelst Laune gemacht. Deshalb habe ich sie persönlich auch viel, viel öfter gespielt als einen Cracker. Cracker war aber vom Speed-Typ und hatte auch einen krassen Combo-Strings und hatte auch heftige Moves und sowas. Aber ich hatte persönlich nicht so viel Zeit in Cracker gesteckt, um sein volles Potenzial sozusagen rauszuholen. Ich glaube, da gibt es einige von euch, die wahrscheinlich das anders sehen würden oder wahrscheinlich das jetzt tauschen würden. Deshalb, ich sage es an der Stelle nochmal, Freunde, ist halt, wie gesagt, jetzt meine persönliche Tierliste. Ihr könnt die gerne für euch sozusagen nochmal neu machen, aber so wäre für mich das Ranking von dem ersten DLC-Pack, also Smoothie auf S, beziehungsweise sogar würde ich sagen zwischen S und A, weil das S würde ich würde den Smoothie nicht gleichsetzen wie einen Ruffy oder wie die Yonkos. Wobei sie schon krass war, Freunde. Ich fand, mit der konnte man auch echt schnell die Gebiete clearen und viele Gegner holen.
gerade wenn die Awaked ist. Und dann hätte ich halt Crack auf A und Judge auf B plus gepackt. So viel zum ersten Character Pack. Kommen wir jetzt zum zweiten Character Pack mit den Rookies. Da hatten wir ja X-Drake, Killer und Rouge, die am Start waren. Ich würde wieder mit dem von mir schlechtesten Charakter da anfangen. Und das war an der Stelle leider Killer, Freunde. Den packe ich auch einfach mal auf B+. Warum Killer? Das Ding war, Freunde, wir sind uns da einig, man hätte viel mehr aus seinem Moveset rausholen können. Allein, dass er in der Luft auch extrem begrenzt war von seinen Kombos oder da kaum was machen konnte. Vor allem, er war Speed-Typ und du kannst einen Speed-Charakter in der Luft nicht so ausbremsen. Du hattest am Boden schnelle, flinke Kombos. Sobald du in die Luft bist, du machst einen Schlag und dann musst du wieder warten, bis du am Boden bist. Und ich finde, das hat ihn so hart ausgebremst. Deshalb leider auf B+. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Also da dazu, Freunde, sowohl Judge als auch Killer kann man auf jeden Fall spielen. Und es macht auch Laune mit denen. Aber wie gesagt, dementsprechend für mich sozusagen war jetzt aus dem Pack am schlechtesten. Als nächstes, Freunde, Urooch, der am Start war. Den habe ich persönlich sehr, sehr gerne gespielt, weil er einfach richtige Power hinter den Attacken hatte. Ich würde ihn aber jetzt nicht höher als A ranken. Genau, weil er auch ein ziemlich bescheidenes Moveset hatte, musste man sagen. Aber der hatte diesen einen Tritt, fand ich, der ziemlich nice war von der Range her und vom Damage her und war auch gut zum Schilderbrechen. Außerdem konnte er sich noch healen und sein Awakening. Dadurch hat er automatisch auch nochmal eine krassere Reichweite, ähnlich wie bei Smoothie. Würde ich aber an der Stelle halt auch so zwischen S und A ansetzen. Ich lasse Urooch mal auf A an der Stelle. Habe ich aber wie gesagt sehr gerne gespielt oder spiele ihn auch noch sehr gerne aus dem zweiten DLC-Pack. Und zu guter Letzt hatten wir noch X-Drake, der am Start war. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wo ich den hier finde. Ah, genau hier unten, perfekt. Und X-Drake an der Stelle würde ich persönlich auch auf A setzen. Ich weiß, die meisten oder einige von euch würden ihn jetzt auf S setzen. Wenn man jetzt all around sagen müsste, wer von dem DLC-Pack am besten wäre, wäre es, finde ich, auch Drake. Aber ich würde ihn persönlich noch nicht ganz auf S ziehen. Also man kann ihn auf S setzen, aber man kann ihn auch auf A lassen. Ich lasse ihn jetzt mal auf A, fand ihn aber dennoch von dem DLC-Pack am stärksten, am heftigsten. Zum einen, er hatte seinen Dino-Form-Awakening, die nice war, aber gerade sein wegen dem Speed-Typ, der Full First Burst, hat ihn, finde ich, also fand das Awakening von ihm einfach noch krasser, weil er dadurch einfach so richtig schnell wurde und die Kombos dementsprechend auch cleaner waren. Also krass langes Combo-String-Set sozusagen, das X-Drake hatte und dementsprechend finde ich halt an der Stelle auch mit unter anderem einer der besten Charaktere. War, finde ich, überraschend. Ich habe echt gedacht, dass Killer sozusagen der Favo oder Urooch der Beste aus dem DLC-Pack wird, aber ich finde, Drake haben die von den drei sozusagen am besten hinbekommen. Genau, Leute, kommen wir jetzt auch schon zum letzten DLC-Pack und zwar das Wano Kuni-Pack, Freunde. Wir werden da gleich nochmal ein paar Dinge zu sagen. Ich würde einfach wieder mal mit dem von mir aus schlechtesten starten an der Stelle. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Wano Kuni-Pack overall, das habe ich ja auch in einem extra Video oder im Streamer gesagt, dass ich das Pack am stärksten finde von den Charakteren her. Deshalb ist, wie gesagt, fällt es mir schwer zu sagen, ja, das ist jetzt der schlechteste K. Aber es wird wahrscheinlich auf Kinemon hinauslaufen. Den würde ich aber sogar auf A direkt ansetzen, weil anfangs ich auch ihn direkt safe auf B oder so oder sogar auf C platziert hätte, als ich ihn dieses erste Mal gespielt habe. Aber die Tatsache, dass er ja vom Techniktyp ist und noch diese Flammen, die da sozusagen liegen, entfachen kann, gerade nach der Combo oder diesen Feuertornado, den du erschaffen kannst, das finde ich um einiges krasser und ich finde, das kann man nochmal ganz gut kombinieren. Was halt gegen ihn spricht, finde ich, ist die Ulti. Ich finde, die Ulti ist im Vergleich zu den anderen DLC-Chars von ihm ein bisschen lame und dass er natürlich mit seiner Teufelsfrucht auch keine wirklichen, oder dass die Teufelsfrucht kaum oder gar, ja, was ist kaum, gar nicht in seinem Moveset berücksichtigt wurde, ist, finde ich, auch mega schade. Deshalb würde ich ihn auf A lassen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ihr oder andere Leute den auf B plus oder sogar auf B setzen. Kann ich verstehen, da ich jetzt ihn nochmal ein bisschen ausprobiert hatte und auch öfter gepickt habe und, wie gesagt, mit seiner Technik nochmal benutzen konnte, würde ich ihn auf A ansetzen. Und dann machen wir weiter mit Okiku und Oden. Das sind ja die letzten zwei Chars. Die würde ich beide, Freunde, haltet euch fest, ich würde beide auf S setzen. Warum das Ganze? Zum einen, ich meine, Oden ist selbsterklärend, Leute. Oden ist einfach die Legende himself. genau, nein, ich fang mal mit Okiku an, dann kommen wir zu Oden. Bei Okiku, Freunde, der Aspekt, das war auch das Überraschende, das haben auch viele gesagt, dass Okiku teilweise den meisten auch mehr getaugt hat als Oden. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Okiku, ein cooles Moveset, ist extrem schnell. Und jetzt kommt das, finde ich, was sie auf S oder als wirklich extrem guten DLC-Charakter ansetzt, ist einfach der Freeze-Aspekt, Freunde. Dass sie Gegner einfrieren kann.
Das hat, wie gesagt, nur Brook und Kuzan in dem Spiel. Und weil sie so schnelle Kombos hat und auch so cleane Kombos, finde ich, mit dem Freeze-Aspekt unfassbar nice. Gerade im Awakening tut jede Kombo freezen, die die ausführt. Finde ich ultra krass, deshalb berechtigt auf jeden Fall in meinen Augen auf S. Und, Freunde, dann kommen wir zu Oden. Leute, Oden, seine Ultis ist brutal. Der Damage, den Oden raushaut, finde ich krank mit den richtigen Fähigkeiten. Und er kann sich natürlich nicht mal mit einer Fähigkeit healen. Das finde ich auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Und es ist einfach Oden, Freunde. Er hat einfach dieses andere Schmackes hinter den Kombos. Also perfekt zum Schilderbrechen. Würde ich an der Stelle auch auf S setzen. Und ja, Leute, so viel zu dem dritten DLC-Pack. Ihr seht es auch schon vom Ranking her. Witzig wahrscheinlich, wenn ihr euch jetzt noch fragen würdet, hey, welches DLC-Pack fandest du am besten? Wäre, wie gesagt, in meinen Augen das letzte. Da sind die Charaktere sozusagen am höchsten gerankt. Aber wie ich schon mehrmals gesagt habe, Freunde, das Ganze wird natürlich unterschiedlich aufgefasst und das ist auch gut. Dementsprechend würde ich mich über eure Meinung freuen. Ihr könnt das Ganze mit Tiermaker machen. Ihr könnt aber auch gerne einen Kommentar oder so da lassen. Ich meine, bei neuen Charakteren ist es noch überschaubar. Wenn ihr noch die anderen Charaktere berücksichtigen wollt, wird es halt in der Kommentarsektion schwierig. Macht es dann ganz am besten mit Tiermaker. Aber in dem Sinne war es das dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, Freunde. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich müsste das vielleicht auch mal mit allgemeinen Sachen machen. Weiß nicht, vielleicht mal mit... hättet ihr Bock, da das vielleicht im Bereich so Anime-Games oder so mal zu machen, zu ranken? Oder vielleicht in Fighters oder sowas? Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache, Freunde. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Start in die Woche. Und bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Maltoxi. Ciao.